Heute sind wir am Schlebuscher Lindenplatz und pünktlich zur Wahl kommt der Verein Mehr Demokratie nach Leverkusen. Er war schon mal bei einer früheren Landtagswahl in Diesdorf in der Fußgängerzone. Was muss ich mir unter der Aktion, die Sie heute hier mit einem großen Spiegel haben, was muss ich mir darunter vorstellen? Wir stellen die Frage, wer ist der Souverän? Wer entscheidet im ganzen Land? Und über diese Frage reden wir mit den Kandidaten zum Bundestag. Und über diese Frage reden wir gleichzeitig auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Weil wir vom Verein Mehr Demokratie wünschen uns neben der Möglichkeit zu wählen auch die Möglichkeit zu Abstimmungen, zu Volksabstimmungen. Konkret stellen Sie sich vor, wenn ich 5% der Bürger unterschreiben oder ein wesentlich geringeres Quorum oder wollen Sie einfach eine Diskussion anheizen? Nein, wir haben von unserem Verein Mehr Demokratie einen konkreten Gesetzentwurf, wie wir das vorstellen. Der ist dreigeteilt für Initiativen von unten. Unterschriften sammeln, ab 1 Million Unterschriften käme es zu einem Volksentscheid. Die zweite Option sind obligatorische Referenden und die dritte fakultative Referenden. Und mit fakultativen Referenden kann man Bezug nehmen auf Gesetze, die im Bundestag entschieden wurden, zwischen den Wahlen Volksentscheide initiieren, sodass wir konkret über die Frage, die der Bundestag entschieden hat, mit einem Volksentscheid entscheiden. Jetzt sehe ich da große Listen, wo schon der ein oder andere unterschrieben hat. Was machen Sie mit den Listen? Kommen große Kiste und werden dem Herrn Bundestagspräsident irgendwann überreicht? Oder? Wir sammeln diese Unterschriften. Wir werden auch jetzt nach der Bundestagswahl weiter Unterschriften sammeln. Auch mit einer konkreten Forderung für den Koalitionsvertrag mit konkret 2 Sätzen, wo wir sagen, egal wer dort koalieren wird, das gehört in den Koalitionsvertrag rein mit der konkreten Forderung nach Volksentscheiden in Deutschland. Und diese Unterschriften werden wir zum geeigneten Zeitpunkt in den Koalitionsverhandlungen übergeben. Wie ist die Rückmeldung der Schlebuscher Bevölkerung? Es gibt sehr viele nette, gute Gespräche. Heute bei der Wetterlage ist der Zuspruch etwas geringer. Von daher, wir sind bis 16 Uhr hier, hoffen, dass wir noch einiges an Unterschriften zusammenbekommen. Und wer es nicht schafft, kann sich sicherlich auf irgendeiner Internetseite namens jederzeit auf unserer Homepage www.mehr-demokratie.de. Dort gibt es auch weitere Informationen zu unserem Verein, zu weiteren Aktionen. Dort kann man sich eintragen, unterschreiben, an unserer Kampagne beteiligen. Vielen Dank. Gerne.